Hallo Leute, willkommen zu Part 5 von nicht Assassin's Creed, Mann, jetzt bin ich da wieder drin. Ich krieg's irgendwie nicht mehr auf die Reihe. Wir sind bei Prince of Persia, The Two Thrones, den letzten Teil der Saga. Und ja, hier sind wieder mal ein paar nette Fallen. Ja, und wir kriegen natürlich gleich am Anfang wieder direkt Damage. Ui. Und ich würde jetzt zu gerne jetzt... Ja. Schnell rüber. Und unsere tolle Abrolltechnik hat uns natürlich wieder weitergebracht. Hust. Ja. Okay, dafür sind wir zu unerfahren, sag ich jetzt einfach mal. Da kommen wir nicht hoch. Ja, Mann. Kann ich ahnen, dass er denn so einen Scheiß macht? Meine Fresse. Ach, der ist schon tot. Cool. Okay, und ich fail anscheinend schon wieder die ganze Zeit. Finde ich gar nicht gut. Ja. Na, supi. Oh! Oh, was habe ich denn jetzt aufgesucht? Wow, der Move war geil. So. Nein, wir haben... Ihr habt 10 Seinkredite gesammelt. Cool. Die können wir uns auch hier angucken. Aber ich weiß noch nicht, was ich genau, was ich jetzt damit machen soll. Ich dachte, es wären jetzt wieder Artwork-Truhen, weil ich habe nämlich gesehen, dass es nämlich auch wieder welche geben soll. Ja, jetzt hat man schon gesehen. Gut, ach, das Schwert brauche ich jetzt nicht wechseln, hat dir nichts viel gebracht. Und jetzt geht's da hoch. Wieder einmal wurde das Rad des Verderbens durch meine Hand in Gang gesetzt. Ich holte Kailina von der Insel der Zeit und änderte den Lauf der Geschichte. Ohne den Sand der Zeit hätte ich den Vezier nie getötet. Doch er ist zurück. Dasselbe grausame Verlangen treibt ihn. Ich glaubte, dass ihr kein Leid geschehen würde. Ja. Tja, Prinz, du brauchst wieder, wie immer, nur Scheiße. Genauso wie ich gerade auch. Aber das sei dahingestellt. So. Ja, natürlich. Ja, du ziehst sogar jetzt gleich weiter. Das ist doch viel besser. Und wieder ein Point of No Return. Ich werde tiefer in den Palast hineingezogen. Fort von meinem Feind. Tja, ich finde es sowieso interessant, dass es anscheinend wieder mal nur einen Weg zu geben scheint. Mein Arm, was ist geschehen? Was hat mir der Vezier angetan? Ich kann... Der Kreis begann sich zu schließen. Der Prinz hatte seinen ärgsten Feind zum Leben erweckt. Schlimmer, er hatte mich ihm versehentlich ausgeliefert und Verderben über Babylon gebracht. Aber damit nicht genug. Der Prinz wäre beinahe selbst durch den Sand verwandelt worden. Doch auch wenn er dem Tod entrinnen konnte, er blieb nicht ganz unversehrt. Wach auf, Prinz. Wach auf. Wach auf. Oh, jetzt kann er mit seinem Arm reden. Interessant. Das Ding hat sich ja richtig an seinen Arm nicht nur einfach festgekettet, ey. Das hat sich ja richtig verbunden an seinem Arm. Komm, kannst du weiter. Der Weg hinter dir ist versperrt, also musst du ein anderes Schlupfloch aus diesen Schächten finden. Beeile dich. Los! Was? Wer ist da? Dein Arm. Ich
finde es geil, wie du mit deinem Arm reden kannst. Ich finde es echt geil. Hat irgendwie was. Vorsicht, die Bohlen sind rutschig. Halte die Balance. Tja. Diesmal fail ich nicht, also zumindest jetzt noch nicht. Ah, jetzt muss ich da hoch. Supi. Oh, anscheinend dürfen wir jetzt... Ach, nach unten muss ich jetzt. Gut, gut. Kopf runter. Ach, warum? Ich finde es so geil, wie er mit seinem Arm redet, ey. Ah. So, jetzt gibt's auch eine Zusatzsache, sag ich jetzt mal. Denn jetzt ist das Spiel, sag ich jetzt mal, auch uncut. Und zwar, wenn ich es jetzt endlich hinkriege. Genau. Ne, jetzt hat man es leider. Oder auch nicht. Weil eigentlich sollte man die jetzt auch zerteilen können. Nee, schade, das haben sie rausgenommen. Aber zumindest in der Version ist es nicht drin. Warte mal, zählt der jetzt eigentlich die mit? Ja, geil. Das ist ja geil. Schade, weil eigentlich müssten die sich zerteilen. Schade. Naja, dann ist es halt leider so. Aber die Features finde ich cool. Ui. Soll ich jetzt da runter? Ich mach's einfach. Ach, einfach runter. LOL. Geil. Das finde ich ja mal stylisch. Also, das ist mal eine geile Erneuerung. Die finde ich geil. Okay, ich wag's einfach mal. Gut. Wir sind nicht gestorben. Man weiß ja nie. Machen wir wieder alles kalt. Teile habe ich ja schon gesehen, aber... Oh. Super. Wie viel haben wir? 16. Naja, ich guck doch nur nach, wie viele Sandkredite, wie sie es ja im Deutschen jetzt hier gerade genannt haben. Das klingt irgendwie lächerlich. Wie viel ich davon schon habe. Ich frage mich, ob die jetzt damit auch irgendwas eingebaut haben. So, da lang muss ich anscheinend nicht... Ah. Ist das der richtige Weg? Ich will jetzt mich nicht runterfallen. Komm, mach hin. Nee, da bin ich doch hin, oder? Okay. Was hat mir das jetzt bitte schön gebracht? Cool, der hat mich einfach nur in die Irre geführt. Oder ich habe schon wieder was übersehen. Ich wette, ich habe wieder was übersehen. Das kriege ich auch vorzüglich, habe ich das Gefühl, hin. Und ich hoffe, dass es hier nicht wieder wie letztes Mal nennen. So, ich kann hier nicht weitergehen. Interessant. Ah, okay. Mach ich mich schon mal bereit. Das
ist ja fies hier. Das ist ja richtig fies. Was die sich hier haben einfallen lassen. Los, sprich mit deinen Armen. Oh, doch nicht. Oh. Vergiss nicht, Reise. Was ist aus mir geworden? Ein Sandmonster? Nimm es, wie du willst, Prinz. Dir wurde die Macht verliehen, deine Feinde zu besiegen. Jetzt nutze sie. Hurricane? Geil. Wo ist der Nutzen? Im Kampf werde ich zusehends schwächer. Dann töte sie. Ihr Leben gibt ihr deins zurück. Fühlt sich gut an. Locke sie ins Licht. Schlag zu, solange sie blind sind. Oh oh, ich bin fast tot. Oh. Wenigstens kriege ich ordentlich was wieder. Mann. Und komm, und jetzt ein Hurricane. Ich frage mich aber, ob diese, Form auch, wie bei dem, wie Sandgeist? Den weiß ich jetzt leider mich nicht mehr. Ob zufällig auch bis zu einem bestimmten Punkt geht oder ob die mich am Ende umbringen wird. Wenn ich nicht rechtzeitig Resultate liefere, sag ich jetzt mal. Oh. Ey, du scheiß Penner. Ich muss da durch. Also lass mich. Endlich habe ich rausgefunden, was ich machen soll. Ja, das habe ich eben schon gehabt. Ich wusste, es steckt in dir. Ich hoffe, das ist nicht von Dauer. Ist es. Die Prinzessin verliert ja ohne Unterlass Lebensenergie. Tue ich nicht. Aber du wirst. Okay, da hoch geht's nicht. Also runter. Säulen. Ah. Das ist natürlich wieder geil. Die Macht probiere ich jetzt natürlich raus. Hä? So. Oh, jetzt hat er sie auch gemacht und. Scheiße. Muss ich es halt so machen. Aber die Form hat auch irgendwie was, finde ich. Sag mal, gehst du mir jetzt nicht auf die Eier? Geht doch. Danke. Hui! Wow, geil. Am Ende macht er sogar was. Rennt und springt. Führt einen Kettenschwung aus und haltet E gedrückt. Nein. Wie mache ich einen Kettenschwung? Ah, ne. Führt einen Kettenschwung aus und haltet gedrückt. Ah.
Aber anscheinend wird mich diese Form umbringen. Das finde ich nämlich echt scheiße. Wäre ich lieber wieder Junior. Junior hatte was. Okay, jetzt mach ich dich so fertig und kommt eine Kombo raus. Ohne Kombo raus. Schade. Okay. Ah, wenigstens gibt es hier ohne Unterlass. Achso, da muss ich jetzt wahrscheinlich rennen. Ja, war klar. Warum geschieht das nur mit mir? Du wurdest vom Sand der Zeit befallen. Ich bin sicher, du ahntest es schon. Vielleicht ist es der Dolch, vielleicht die Zeit, die du in Becken des Sands oder mit der Herrscherin verbrachtest. Egal, du hast widerstanden. Größtenteils. Größtenteils? Du hast dich in etwas, sagen wir, Einzigartiges verwandelt. Ja, die Bezeichnung passt. Sieh es mal so. Du hast ein Geschenk erhalten. Du bist stärker. Schneller. Hässlicher. Aber... Das erklärt die Verwandlung. Aber wer seid ihr? Du weißt es nicht. Ich bin deine ungenutzte Kraft. Deine ungelebten Träume. Ich bin ein Teil von dir. Ihr seid in mir? Oh oh, ich bin fast tot. Komm. Oh, das war knapp. Das war jetzt mal echt knapp. Und ich würde gerne wieder... Oh, stehen wir gerade zufällig im Wasser? Ja, wir stehen im Wasser. Okay. Das ändert halt wieder unsere Form. Finde ich gut. Es ist fort. Wasser scheint diese Pest aufzuhalten. Warum habt ihr das vor mir verborgen? Was? Und mir den Spaß verderben? Super. Wir reden mit uns selbst. Müssen wir erstmal wieder den machen. Komm daher, Dude. Oh, nice. Die Waffen sind geil. Und so langsam gewöhne ich mich auch an, naja, den Zweikampf. Achso. Oh, geil. Okay. Yo, die haut rein, die Waffe. Also. Wunderbar. Ungenutzte Kraft hin oder her. Das ist echt extrem. Jetzt schaue ich doch mal nach, wie viel haben wir denn schon? Oh, 55. Und was kann ich jetzt damit machen? Und rein. Ihr habt doch einen Arsch offen. Ich kann einmal da lang, was mich anscheinend zu einem Verborgenen bringt, oder ich gehe den leichten Weg und habe nichts davon. Ich gehe den schweren Weg. Also ich speichere jetzt hier und ja. Ja, das wäre nicht schlecht. Eine gute Stelle, um ja, dann würden wir hier das nächste Mal weitermachen. Also bis zum nächsten Mal, Leute.